Genau. Wir gehen nahtlos über und versuchen einen Turn, um nochmal auf die Sprache zu blicken. Es kam ja auch eben schon das Wort Ästhetik und spielerische Sprache, anerkennende Sprache. Sag mal, wie hast du es eigentlich mit der Sprache? Titelte zum Beispiel mal die Ausgabe eines Magazins, das sich Stimme nennt und eine Zeitschrift der Initiative Minderheiten in Österreich ist. Und der nächste Gast, Gästin an dem Panel hier ist Sascha Mariana Salzmann und mit ihm machen wir eine weitere Perspektive auf. Salzmann ist Roman- und Theaterautorin, Essayistin, Kuratorin und er war Mitbegründerin des Kultur- und Gesellschaftsmagazins Freitext und Leiterin des Studio R am Gorki-Theater in Berlin. Salzmanns Theaterarbeiten sind in über 20 Sprachen übersetzt worden und wurden im vergangenen Jahr mit dem Kunstpreis für darstellende Kunst an der Akademie der Künste ausgewiesen. Salzmanns Romandebüt Außer sich wurde in 16 Sprachen übersetzt und der zweite Roman, der hier steht, Im Menschen muss alles herrlich sein, ist gerade erschienen. Beide Romane waren für den Deutschen Buchpreis nominiert. Und es gibt jetzt einen kurzen Impuls über das Thema Sprache und Deutung, die sich wandeln kann, wenn wir Worte, Pronomen, Satzbauten in unterschiedlichen Sprachen denken. Dankeschön, danke für diese Einführung. Sind Sie auch so fertig wie ich? Wow, das war großes Kino gerade. Hier sind die, über die gesprochen wurde, die Non-Binären, und hier ist die Ästhetik, die angeblich kein Gendern erlaubt. Sprache. Es ist eine immer wieder aufs Neue irritierende Erfahrung. Ich sitze an meinem deutschen Eichentisch, tippe in meine Logitech-Tastatur in meiner Dachgeschosswohnung in einem der besseren Wohnbezirke der Hauptstadt, Füße im warmen Wasser und Kaffee und Bücherberge um mich herum und plötzlich fange ich an, auf Russisch zu schreiben, obwohl bis zu diesem Moment Sätze, Absätze, ganze Seiten wie selbstverständlich auf Deutsch aus mir herausgeflossen sind. Heißt das, ich stoße jetzt vor zum Eigentlichen in mir, zum Verborgenen, oder heißt das, ich kann immer noch kein Deutsch? Fehlen mir immer noch so viele Wörter, fehlt mir die Verbindung zwischen den Sprachen, der ersten meiner Muttersprache und der, die jetzt meine Schreibsprache ist. Was fehlt mir denn? Ich bin ein Name, der weder in meinem Ausweis noch auf der Geburtsurkunde vermerkt ist, der aber für viele von jenen, die mir heute nahe stehen, der einzige ist, mit dem sie mich rufen können. Als man meinen Geburtsnamen aus dem kyrillischen Alphabet in lateinische Buchstaben übertrug, wurde er zu einer vagen Interpretation dessen, was er einmal war. Es fiel mir wirklich nicht schwer, ihn hinter mir zu lassen. Ich bin süchtig nach türkischen Kosenamen, wenn sie im Zuge einer Konversation fallen. Ganz egal, in welcher Sprache der Rest des Satzes funktioniert, ich werde der Sprecherin zuhören, die ganze Nacht lang. Ich bin jemand, der auf Englisch träumt, aber es nicht schafft, auf Englisch ein Gedicht zu verfassen. Ich bin die Walinki, die ich über meine Schuhe stülpe und hochziehe bis zu den Waden, damit sich meine Hosenbeine nicht vollsaugen mit dem eiskalten Moskauer Regenwasser. Und nun will ich mit jeder von Ihnen eine Zigarette teilen, die weiß, was Walinki sind. Wer weiß, was Walinki sind? Danke, wir haben eine Zigarette dann später noch miteinander. Super. Also mein Gefühl wird mir vorgaukeln, dass wir alle was gemeinsam haben. Wir wüssten also das meiste voneinander und ein Austausch in Halbsätzen und unverbindliche Gesten würden reichen, richtig? Denn eine gemeinsame Sprache ist eine Falle, in die wir allzu bereitwillig stolpern. Ich bin jederzeit dazu bereit, sie nicht? Wie ein Kind, das die Arme nach seiner Mutter ausstreckt, auch wenn sie es nie mit Liebe überschüttet hat, so reiße ich im ersten Augenblick die Arme vor dem Russischen auseinander und verschenke sie dann sogleich wieder, weil ich ahne, dass keine Umarmung folgen wird. Ich habe Angst vor dem, was ich von Fremden und Bekannten in meiner Muttersprache hören werde. Ich habe Angst davor, was man mit ihr heute assoziiert. Sie ist zu einer Art Synonym für Grobheit, Aggression, für Fake News geworden und bestenfalls gebunden an eine nostalgische Erinnerung an einen Kanon, in dem das 20. Jahrhundert schon keine Rolle mehr spielt. Sie wissen schon, Puschkin, Dostojewski, Tschechow.
Meine Beziehung zu meiner Muttersprache ist vergleichbar mit den unaufhörlich verschiebbaren Steinchen eines Rubikwürfels. Sie nennen ihn im Deutschen auch Zauberwürfel. Auf Russisch sagen wir, oder sagt man, Kubik Rubik. Im Englischen kennt man das Drehpuzzle als Rubik's Cube, auf Türkisch musste ich nachschlagen, Rubik Küp. Die Elemente sind permanent in Bewegung, kommen nie zusammen, ergeben nie ein gemeinsames Bild. Zumindest habe ich die Puzzlesteine nie zu einer monochromen Fläche schieben können. Ich weiß, dass der Kiefermuskel von Menschen, deren Geburtssprache Russisch ist, eine bestimmte Dehnbewegung erlernen muss, um den Buchstaben Ü auszusprechen. Verbindet uns das? Oder macht es ein gemeinsames Weltbild aus, dass Russisch Sprechende zu Schwiegermutter Eigenblut sagen, wenn man diese Vokabel dann wortwörtlich ins Deutsche überträgt? Wenn eine Frau heiratet, wird sie auf Russisch sagen, ich stehe hinter meinem Mann, ja samuzhem. Wenn sich ein Mann trauen lässt, sagt er auf Russisch, er sei befraut, ja женат. Die Bildkraft der Sprache veranschaulicht die gesellschaftlich vorgegebenen Normen. Ein Mann hat eine Frau an sich kleben, wenn er heiratet, und die Frau stellt sich hinten an, wenn sie sich vermählt. Für andere Geschlechter als männlich und weiblich, wie Transgender und Non-Binäre, zu den letzteren zähle ich mich wie gesagt selbst, lässt die russische Grammatik keinen Platz. Dennoch kommen wir übrigens vor, beispielsweise im Strafregister. Als Individuen, denen das Autofahren aufgrund ihrer geistigen Verfassung untersagt ist. Auf diese Art nimmt man zumindest zur Kenntnis, dass es uns gibt. Das gilt. Die Historie, die eine jede Sprache mit sich bringt, klebt an der Sprechenden Widerwillen. Sie alle wissen, dass die meisten Menschen im Ausland an Hitler denken, wenn sie ihn gegenüber erwähnen, dass Deutsch ihre Sprache ist. Ob man es offen ausspricht oder ihn verschweigt, dieser Name ist unauflösbar mit dem Deutschen verbunden. Für mich als Jüdin rufen nach wie vor deutsche Wörter wie Kammer, Zug, Waggon, Lampe, Seife die Assoziation mit Vernichtungslagern auf. Wenn ich auf Menschen treffe, die in der russischen Sprache aufgewachsen sind, höre ich neben Puschkin, Tschechow, Dostojewski, Sie wissen schon, auch Verschleppung, Staatsterror und Gulag. Möglicherweise weiß der Mensch, der mit mir spricht, selbst nicht, ob er das Trauma der Stalinzeit in sich trägt. Vielleicht hatten seine Vorfahren im Gegenteil unter Stalin auch die besten Zeiten. Seine Sprache transportiert in jedem Fall die Erinnerung an Verbrechen, aber ihn selbst kann man möglicherweise nicht nach vererbten Traumata befragen, weil er vielleicht selbst nicht gefragt hat, weil er vielleicht nicht wissen will, ob Familienangehörige an Massenerschießungen beteiligt waren oder bei Exekutionen umgekommen sind. Vielleicht will er nicht wissen, ob sie Ausführende oder Opfer waren. Beides vermute ich übrigens im Fall meiner Familie, aber ich weiß es nicht. Keiner kann es mir sagen. Ich kann nicht beschreiben, wie es sich anfühlt, die eigene Mutter in der Muttersprache zu fragen, wer von den Familienangehörigen im Gulag gewesen war. Mama, кто из наших родственников был в Гулаге? Und wo der Unterschied darin liegt, es nicht auf Deutsch zu tun. Diese Distanz zur Sprache brachte ich nach Deutschland mit, ich brachte sie in mein Deutschsein mit. Ich misstraue der Sprache, in der ich meine Romane, Essays, Theaterstücke und Reden heute verfasse und ich mache meinen Zweifel sowohl im Satzbau als auch in der Wortwahl deutlich. Ich öffne nicht die Arme zur Begrüßung und die deutsche Sprache tut nicht so, als wären wir verwandt. Sie ist ausgesucht höflich zu mir und erinnert mich permanent daran, dass ich angeheiratet bin. Wir begegnen uns oft in unseren wechselseitigen Anspannungen. Ich erkläre ihr, dass sie nie reichen wird und sie erklärt mir ständig, dass ich nicht reichen werde. Das Deutsche ist für mich eine permanente Übung in Selbstkritik. Ich bin nicht eloquent genug, ich bin nicht belesen genug, ich hätte Kleist viel ernster nehmen müssen in der Schule. Und gleichzeitig ist es ein Experimentierfeld. Wie hebelt man eine so von sich überzeugte, geradlinige Sprache aus? An welchen Stellen lässt sie mal locker? Das Russische kann schnell schwülstig werden und lacht allzu gerne, sodass ich mir fast jede Metapher untersagen muss.
Das Deutsche hingegen provoziert mich, Pirouetten zu drehen. Vielleicht ist die Distanz, das Gefühl, an einer Sprache zwar teilzuhaben, aber ursprünglich nicht eingeladen worden zu sein, produktiv, weil es zu einem genaueren Hinhören und Hinschauen zwingt. Wenn man nicht weiß, wie der Weg weitergeht, kann man sich auch gleich einen neuen, einen eigenen suchen. Dankeschön. Wie man schon herausgehört hat, hätten Sie auch wunderbar in die vorangegangene Runde gepasst. Dann hätten Sie viel verwirren können mit dem Er, mit dem ich Sie auch anspreche, weil das Thema geschlechtergerechte Sprache nicht als non-binäre, nicht-binäre Person nicht nur ein persönliches ist, sondern auch gleichzeitig ein politisches. Also zwei in einem auf dieser Bühne. Und deswegen würde ich gerne fragen oder Ihnen anbieten, zu spiegeln, die Panelisten und Panelistinnen des Die Vorredner, ich glaube, Sie sind gar nicht da, dann hören Sie es jetzt leider nicht, aber Sie hören es. Ja, ich wollte ja die ganze Zeit auf die Bühne springen, mitdiskutieren. Ich habe das zu Nele und Anatol auch gesagt. Ich war schon eigentlich kurz davor. Ich muss das abkürzen, weil sonst steige ich mich rein und rede nur 30 Minuten darüber. Ich fand es sehr beeindruckend, dass Anatol Stefanovic angekündigt hat, was passieren wird, unabsichtlich. Der hat gesagt, sprachwissenschaftlich ist alles geklärt, es ist eine emotionale Debatte und dann rasteten beide aus und dann rastete das Publikum aus. Und ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung, doch sie haben gesagt, ich komme ja eigentlich aus dem Theater, wenn Leute mich fragen, wo ich herkomme, ich komme aus dem Theater. Ich bin dort sozialisiert und für mich ist alles eine Performance, das war eine erstklassige Performance. Und ich würde gerne mit der Bühne anfangen, wir sitzen im Chagall-Saal, aus jüdischer Perspektive bedeutet sogar das Bühnenbild sehr viel. Und ja, ich würde jetzt gar nicht so sehr auf die wissenschaftlichen Aspekte eingehen. Ich glaube, das ist geklärt worden und relativ schnell auch geklärt worden. Ich würde gerne, mein Zettel ist unfassbar voll, aber Kleinigkeiten, sowohl Angela Merkel als auch Annalena Baerbock, als auch Nele, die gerade gesprochen hat, machen dasselbe, wenn sie im generischen Maskulinum von sich sprechen. Sie haben ein Wahlklientel, das sie bedienen. Und ich glaube, das ist relativ offensichtlich. Da ist kein Geheimnis dahinter, warum eine Politikerin von sich als Politiker spricht. Ich finde das albern, darüber lange nachzudenken. Ich komme aus einem Land, wie Sie gehört haben, wo man dieselbe Propaganda verbreitet hat, dass wir jetzt das generische Maskuline benutzen, weil wir so neutral sprechen, also aus Russland, aus der Sowjetunion. Das hat niemals funktioniert, weil natürlich gab es auch eine weibliche Form für, sagen wir, Ärzte, nur war es ein Schimpfwort. Das heißt, wenn Sie die weibliche Form von Arzt oder Schriftsteller benutzt haben, in der Sowjetunion und im heutigen Russland, ist das eine Beschimpfung. So viel zum Background, wie sehr das für Gleichberechtigung gesorgt hat und in den Köpfen bis heute sorgt. Also ich kann Ihnen das Beispiel geben, Vrach i Vrachicha, Vrachicha wäre sowas wie Masseuse. Übrigens kann man natürlich nicht sehen, was Menschen sind und ich bin sehr froh über ein Spektrum innerhalb der Sprache. Und ich glaube, mir ist übrigens Ästhetik sehr wichtig. Ich danke sehr für den letzten Beitrag, das war eine Person, weiter hinten im Saal, die auch angemerkt hat, dass die Stimmung zu aufgeheizt war, um nachzudenken, der Chor. Aber ich bin ein Ästhet und ich glaube, es ist möglich, die deutsche Sprache ästhetisch weiterzuformen und diese Metamorphose mitzugestalten, sodass Leute wie ich sich nicht ausgeschlossen fühlen. Und übrigens passiert das auch. Das ist eine Generationsfrage, by the way. Ich unterrichte kurz an der Angewandten in Wien, aber vor allem auch in Leipzig an der Sprachschule. Und diese jungen Menschen sprechen eine Sprache, von der ich immer geträumt habe. Wie sprechen Sie? Die sprechen von Personen, von Studierenden, von Menschen. Die sagen, ich als schreibender Mensch. Und das klingt nicht künstlich, wenn die das sagen, weil die damit groß werden. Für uns klingt es holzig und wir denken, na, da musst du dich ganz schön verbiegen. Klar, wir sind die Dinosaurier, die bald gehen werden und es kommt einfach eine bessere Welt. Meine Notizen. Es gibt keinen neutralen Boden. Genau, Nele Polacek meinte, also es gab dieses Argument von, wenn ich nicht sage, das ist mein jüdischer Freund, jüdische Freundin, dann denken die anderen, das ist mein christlicher Freund, Freundin. Und Nele Polacek meinte, das stimmt nicht, das kann ich bestätigen. Wir leben in einem christlichen Land. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, aber das ist kein neutraler Boden, auf dem wir uns bewegen. Sonntag ist Feiertag, richtig? Nicht Montag. Okay,
dann sind wir in einem christlichen Land. Oder feiern sie etwa Chanukka alle? Ich glaube nicht. So, es ist einfach so, es gibt bestimmte Bedingungen, die kann man benennen. Man muss es nicht die ganze Zeit tun, aber man muss anerkennen, dass es so ist. Und ich glaube, ich sehe viele Fortschritte. Ich bin da absolut nicht pessimistisch. Wie gesagt, ich glaube, für uns ist ganz vieles sehr künstlich hergestellt und sehr wissenschaftlich. Und wir denken, es sind elitäre Diskurse, aber Minderheiten sind sehr fern von Eliten, glauben Sie mir. Dieser Vorwurf, dass das alles aus den Unis kommt, bitte, ich komme wirklich aus, also im Theater arbeiten nicht Leute unbedingt, die Doktortitel haben, und das sind sehr prekär lebende Menschen, und wenn die um Anerkennung bitten, ist das nun wirklich kein elitärer Diskurs. Sie haben jetzt dargelegt sozusagen, wie Sie oder er, wie Sie Romane schreiben, wie es sich formulieren lässt, wie die Studierenden das machen. In Ihrem Text, den wir gerade gehört haben, den Sprachvergleich, machen Sie etwas auf. Und das heißt, Sie sagen, Sie misstrauen der Sprache von außen betrachtet. Mhm. Es gibt Ihnen die Möglichkeit, anders zu denken. Was bedeutet das in der Umsetzung in Text? Nehmen Sie uns mit auf eine Sprachreise. Ja, ich liebe es ja, das ist tatsächlich meine Profession, über Sprache nachzudenken, eben nicht wissenschaftlich, ne? Emotional und ästhetisch. Und tatsächlich ist das Diktat der Ästhetik viel ernster als, glaube ich, in der politischen Arena, wo ich natürlich Anatol Stefanovic und auch Nele Polacek zustimmen würde, Ästhetik geht nicht über Moral. In der Kunst ist es fast ausgeglichen. Das bedeutet aber nicht, dass man jemanden deswegen beleidigen darf. Die Frage ist, wie kriegen wir das jetzt ästhetisch hin? Mhm. Und mir fällt immer wieder etwas auf, das, was vielleicht jetzt irgendwie ein Beitrag wäre, auch zu der Diskussion heute. Wir versuchen in der Kunst nicht, eine Welt abzubilden, wie sie nicht ist. Es ist nicht so, dass alle gegendert oder in mehreren Geschlechtern denken, das wäre nicht wahr. Deswegen ist mein aktuell erschienener Roman auch bewusst im generischen Maskulinum gehalten, zumindest der Teil, der in der Sowjetunion spielt, weil wie albern wäre das, wenn ich das Gendersternchen oder das Bin-I, was auch immer, verwenden würde, für eine Zeit, die quasi Prototyp des generischen Maskulinums war. Mhm. Das ist eine ästhetische Umsetzung. Mhm. Das heißt, ich glaube, ich plädiere dafür, grundsätzlich zu überlegen, in welcher Zeit bewegt sich der Stoff und wie mache ich das emotional verständlich? Nee, nicht wissenschaftlich, weil es kein Sachbuch ist. Nicht. Ich versuche noch nicht mal zu argumentieren. Mein Department sind Emotionen. Mein Department ist Ästhetik. Und ich gehe seit geraumer Zeit mit dem Begriff von inklusiver Literatur um. Wir haben ja vorhin auch ein bisschen über anerkennende Sprache auch als Gegenteil oder Ausschluss gesprochen, als würden Leute, die einfache Sprache lesen, per se das nicht verstehen wollen oder nicht können, dass die Welt komplexer ist. Ich glaube, inklusive Literatur ist möglich, und inklusive Literatur funktioniert aber eben nicht über das Gendersternchen. Und inklusive Literatur funktioniert auch nicht darüber, dass ich die Welt so zeige, wie sie nicht ist. Ich glaube, inklusive Literatur ist keine Trivialliteratur. Ich rede nicht von Krimis, ich rede auch nicht von Schmonzetten, die Sie so am Strand lesen. Ich lese sie auch am Strand, ich finde es super. Aber die Literatur, die mich interessiert, ist offensichtlich die komplexe Veranschaulichung von Menschenleben. Und ja, die Universalismusdebatte ist in den letzten Jahren komplett aus dem Ruder gelaufen, aber es gibt doch etwas Universelles. Wir haben alle Emotionen. Und ich glaube, dass die Kunst da viel stärker ist als alle anderen Zünfte. Wir greifen in die emotionale DNA von Menschen ein. Dort können wir inklusiv sein, dort können wir mehr Menschen erreichen, wenn wir alle fünf Sinne aktivieren, wenn wir darüber gehen, was Menschen empfunden haben, gedacht haben, gefühlt haben, geschmeckt haben. Dann stellt sich die Frage nach dem Geschlecht vielleicht gar nicht. Das wäre ein bisschen der Ansatz, den wir vorhin bei Frau Perko gehört haben, denn das Thema sozusagen inkludieren, alle an einen Tisch holen. Heute Morgen haben wir auch von jemandem gehört, die intime Sprache, also wie intim das ist. Diesen Raum, den eröffnen Sie, so höre ich das heraus. Ich empfinde es auch als spielerisch und wenig absolutistisch, was wir vorhin hatten. Also machst du es, dann bist du so, und machst du es nicht, dann bist du nicht so. Was würden Sie denen antworten, gerade aus Ihrer Perspektive heraus, die spielt mit Sprache als nicht-binäre Person? Ich finde das einen sehr relevanten Punkt. Naja, ich würde ja alle darum bitten, ob man jetzt schreibt oder nicht, das hinter sich zu lassen, dass wenn du jetzt nicht die Sprache benutzt, die ich benutze, dann musst du raus, dann bist du raus, dann gehörst du nicht auf den Planeten oder wir können nicht miteinander leben. Ich glaube, es kommt sehr aus dem jüdischen Denken, glaube ich. So habe ich Gudrun Perko auch vorhin verstanden. Wir brauchen einen Dialog, wir brauchen Streit. Ich bin sehr für Streiten, deswegen wollte ich auch vorhin auf die Bühne springen.
Aber wir brauchen alle Optionen. Wir brauchen dieses ganze Werkzeug. Oder vielleicht ist ein gutes Beispiel ein Gedichtband von Juliane Liebert. Haben Sie das gelesen? Bitte lesen Sie die Gedichte von Juliane Liebert. Lieder an das große Nichts. Alles in Kleinbuchstaben. Juliane Liebert verwendet da drin nur ein einziges Mal das Gender-Sternchen, und zwar um eine bestimmte Hipsterblase zu beschreiben. Mhm. So eine Berliner Mitte-Latte-Macchiato-Arena. Sie kennen das. Dort kommt einmal das Gender-Sternchen vor. Sonst gendert Juliane Liebert nicht. Ich finde, das ist ein perfektes Beispiel, wie das funktionieren kann. Du markierst eine Welt, du erlaubst diese Welt, du musst dich nicht zu ihr bekennen, aber du bekämpfst sie auch nicht. Das wäre so ein eher akzeptierender Ansatz als ein tolerierender. In der Toleranz steckt ja auch dieses Machtverhältnis, entweder ich tue es oder nicht. Bei Anerkennung kann ich dich mögen oder nicht, aber ich erkenne an. Ist das auch der Ansatz dieser anerkennenden Sprache? Oder was verstehen Sie darunter? Ja, ich glaube, dass, also ich meine, es war jetzt nicht unbedingt, dass, also das ist jetzt keine Punk-Meinung, das ist Wittgenstein, der gesagt hat, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt, richtig? Und ist es wirklich etwas, was wir so streitbar finden? Ich glaube, alle wissen das. Das, was ich nicht denken kann, existiert nicht. Und ich glaube, das ist das, was wir eigentlich diskutieren. Ich glaube nicht, dass wir puschelige Satzzeichen diskutieren. Also dem würde ich wirklich vehement widersprechen. Ich glaube auch nicht, dass Leute, die sagen, das Gender-Sternchen erinnert sie an den Judenstern aus der Nazi-Zeit, dass sie das tatsächlich ernst meinen. Also es ist eine Performance. Sie versuchen natürlich emotional in das Schmerzhafteste einzugreifen. Ich glaube, was sie eigentlich sagen wollen, es gibt zwei Geschlechter, lass mich in Ruhe. Und da muss ich leider widersprechen. Dafür bin ich der lebendige Beweis. Und wenn da die Sprache militant wird, dann ist das natürlich eine reelle Bedrohung für mich. Und das muss ich abfragen, ob das so gemeint ist. Das ist nicht immer so gemeint, aber im Fall von den Radikalen, die dann mit diesen vehementen Vergleichen kommen, wie Genderstern ist Judenstern, da müssen wir verhandeln, ob ich überhaupt eine Existenzberechtigung auf diesem Planeten habe. Und hier kommen wir dann zu dem Punkt, den Herr Stefanovic angesprochen hat, dem moralischen, die Position der Marginalisierten. Und Frau Perko hat ja vorhin auch dargelegt, nicht alles, was verletzt, ist auch Diskriminierung, aber ja. Es gibt die Diskriminierten und das aufgrund einer Historie. Das heißt, was wir erleben, wir haben es jetzt in unterschiedlichen Worten und Facetten und Perspektiven aufs Recht und Gesellschaft gehört, ist diese Transformation, von der alle sprechen, die jetzt irgendwie laut und knallt, weil mehr am Tisch sitzen. Wie ist aus Ihrer Perspektive diese, wir reden eben über geschlechtergerechte Sprache und die Verhandlung jetzt wirklich in der Schriftsprache, auch in der ästhetischen Romansprache. Was wird da verhandelt? Ist das auch die gesellschaftliche Debatte innerhalb dieser Sphäre? Wir reden jetzt mal strikt von Romanen und fiktiven Kunstwerken, weil das ist das, wovon ich was verstehe vielleicht. Romane sind niemals polarisierend, Romane veranschaulichen die Welt. Sie veranschaulichen unsere Debatten. Das heißt, wenn Mithu Sanyal mit Gender-Sternchen schreibt, veranschaulicht sie eine bestimmte Debatte. Der Roman spielt heute. Zur Info, Mithu Sanyal hat das Buch geschrieben, Identity. Identity, Sie alle kennen den Roman, der auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis stand. Zum Beispiel, das ist einer der aktuellen Beispiele, wie man mit Gender-Sternchen aktuelle Debatten aufgreift. Aber es geht auch um diese aktuelle Debatte und das ist eine Möglichkeit. Dann gibt es ganz viele Romane, die sagen, ich kann das nicht machen, das sieht einfach hässlich aus. Es ist genauso okay. In diesem Roman finden Sie ja das Gender-Sternchen in meiner Biografie. Das ist die klare Trennung, die ich mache. Ich sage, im Essayistischen, im Biografischen mache ich deutlich, dass ich weder Mann noch Frau bin. Das hat aber nichts in meinem ästhetischen Text zu suchen, aufgrund der Historie, die ich beschreibe, wo diese Debatte einfach keine Rolle spielt und ich will sie nicht da rein aktivieren und ich will damit auch keine Politik machen. Und ich glaube, das ist auch deswegen, warum Kunst so wirksam ist, weil sie tatsächlich fern der Debatten uns woanders berührt. Vielleicht da sind wir wieder bei der intimen Sprache und bei der anerkennenden Sprache. Kunst kann etwas, was niemand anderes macht. Kunst beobachtet. Also Sie alle bezahlen Künstlerinnen und Künstler, wenn Sie Steuern bezahlen, dafür, dass wir die Gesellschaft beobachten und nicht bewerten. Ich glaube, das ist der signifikante Unterschied. Bedeutet im Endeffekt, das ist ein Raum, in dem das Akzeptierende möglich ist und das Politische außen vor gelassen wird, also ein Raum, in dem wir lernen können, das, was wir draußen nicht so gut hinbekommen? Zumindest in der Spiegelung lernen wir. Also ich liebe diesen Moment, wenn Leute nach meinen Lesungen zu mir kommen und mir sagen, worum es in meinen Büchern eigentlich geht. Sie meinten ja das, aber ich sage Ihnen, was ich eigentlich darin gesehen habe. Die Leute sagen was über sich und sie lernen etwas über sich in der Spiegelung. Es kann ihnen auch nicht gefallen. Und gerade da in dem Widerspruch kommt man ja auf einen neuen Gedanken.
Deswegen gibt es Kunst so lange, deswegen wird es Kunst auch im digitalen Zeitalter geben. Kübra Gümüşay, die wir auch eingeladen hatten, die leider nicht kommen konnte, hat das Buch Sprache und Sein geschrieben. Und Sie hatten als letzte Frage von mir, dann gebe ich ins Panel, eben gesagt, ich muss mir immer die Frage stellen, ob ich anerkannt werde oder in einer Bedrohung. Also in welcher Form spielt diese Anerkennung von Sprache eben durch einen spielerischen Ansatz bei einem Gegenüber eine Rolle, in Begegnung, ob es sei es jetzt im Buch oder im echten Leben? War das eine Aussage oder eine Frage? Es klang wie eine Aussage. Ja. Naja, wie gesagt, ich glaube, es gibt einen Unterschied. Im reellen Leben, da stehen wir ganz anderen Gesetzen. Mhm. Und mich, wie ich anfangs schon gesagt, interessiert ja meistens die Performance von Leuten. Gar nicht so sehr, was sie sagen, sondern wie sie es sagen. Mhm. Und das muss Ihnen allen klar sein, Sie sind alle PerformerInnen. Sie spielen immer mit, Sie spielen jetzt gerade mit. Ich kriege ganz viel von Ihnen wieder zurückgespiegelt. Das ist, wenn man nicht im Theater lebt, so wie ich, nicht immer sofort einleuchtend, aber wie man fragt, sag mal, was bist denn du eigentlich? Mhm. Oder wo kommst du denn eigentlich her? Oder was auch immer diese Fragen, Sie wissen schon. Der Ton macht die Musik. Ich glaube, im Buch ist es so, dass ich sehr dafür plädieren würde, dass Romanfiguren Unrecht haben dürfen oder sogar müssen. Mhm. Sonst würden wir verfälschen und eine Welt zu zeichnen, wie sie nicht ist, hat sehr wenig mit Kunst schaffen zu tun. Danke.